Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und wer heute in Dragon Ball Legends reingeschaut hat, der hat etwas Neues gesehen. Nämlich haben wir haben eine Vorschau zum neuen Ultra-Dimensions-Beschwörungsbanner Nummer 3 mit C18 und C17. Die beiden wurden ja in V-Gem-Scans geleakt. Kommen nun demnächst. Wann kommen die beiden denn? Es gibt nämlich auch einen Wartungshinweis. Diese Wartung wird nämlich stattfinden am 31. Juli von 7 Uhr morgens unserer Zeit bis 9 Uhr morgens unserer Zeit. Ob sie dann direkt nach der Wartung kommen, weiß ich nicht. Sie werden sicherlich in den Ingame-Daten sein. Unser momentanes Ultra-Dimensions-Beschwörungsbanner geht bis zum 1. August. Also denke ich eher, sie werden in den Zeitraum 31. Juli, entweder nach der Wartung oder nachdem das momentane Banner abläuft, das Ultra-Dimensions-Beschwörungsbanner 2 mit Vegeta und Trunks am 1. August mehr oder weniger erscheinen. Wenn nicht, dann spätestens eine Woche drauf, weil es kommen ja immer wöchentlich Updates zu Dragon Ball Legends jeden Mittwoch, sage ich mal. So mehr oder weniger Mittwoch, Donnerstag. So viel dazu. Ich würde noch gerne eine etwas andere Sache sagen, was die letzten Tage in Game reinkam, nämlich wir haben neue Informationen zu zukünftigen Aktualisierungen und hier muss erstmal ein Shoutout geben an Dragon Ball Legends, an die Entwickler, denn sie hören zum einen auf die Playerbase, das finde ich sehr, sehr cool und zum anderen kommen wöchentlich immer neue Sachen rein. Es gab mal so eine Durststrecke, aber das passiert, das Spiel ist erst neu rausgekommen, legit ist es noch nicht so lange draußen. Ich finde es aber wirklich Props an die, dass sie so auf die Playerbase hören und den Playerbase entgegenkommen und immer sich darum kümmern, dass neue Sachen reinkommen. Natürlich, manche Sachen sind schwer, für manche Sachen muss man sehr, sehr viel machen, aber das ist halt eben der Unterschied. Wenn ich das kurz nennen darf, nicht böse werden, das ist der Unterschied zu Dokkan. Dokkan könntest du legit überall spielen. Du kannst es auf dem Klo spielen, während du isst, während du im Kino bist, überall. Legends musst du dir schon Zeit nehmen. Es ist so ein Zwischending quasi von einem Mobile- und Konsolen-Game. Man muss da etwas dafür tun, aber das, was man dafür bekommt, ist sehr, sehr gut. Die ganzen Kristalle, zum Beispiel für das Talisbanner, habe ich Free-to-Play bekommen aus den ganzen Missionen, die reinkamen. Und ja, man muss, wie gesagt, was tun, um eben auch die Mission machen zu können. Aber wenn man was tut, dann wird man auch belohnt, finde ich. Wie findet ihr das? Anyway, jetzt wird quasi, ist quasi eine Ankündigung, was demnächst noch kommen wird. Ich denke, dann kommt quasi wirklich schon demnächst. Zudem sollte auch Story 2 kommen, also Part 2. Denn wir haben Part 1 schon durch und Part 2 bin ich auch gespannt, was da kommen wird. Denn zum einen wird hier das Max-Level erhöht demnächst. Ich denke auch von mit der Wartung, die kommen wird am Mittwoch. Nämlich wir können von Level 1000 ist momentan Max unser Charakter auf Level 1500 bringen. Und Charakter-Erfahrungspunkte werden erhältlich bei Nutzung von Freipässen. Also bei Nutzung von Freipässen sind momentan weder Charakter-Erfahrungspunkte noch Freundschaftspunkte erhältlich. Nach einer Aktualisierung, die zukünftig durchgeführt wird, werden eine Charakter-Erfahrungspunkte erhältlich sein. Okay, nice. Heißt ja, die werden durch Freipässe erhältlich bei Nutzung von Freipässen. Es werden Freipässe hinzukommen, dadurch wir dann quasi unsere Charaktererfahrungspunkte erhöhen können. Alright. Die Erweiterung der Anzahl von Besitzern und Ausrüstungen. Endlich. Ich hatte legit so viele Ausrüstungen. Ich musste immer welche löschen. Wird von 200 auf 250 erhöht. Und Ausrüstungsgegenstände, Details werden angepasst. Hier sehen wir quasi am User Interface. Der Inhalt der Ausrüstungsgegenstand-Details wird angepasst, damit die Ausrüstungen mit demselben Namen und einem anderen Effekt einfach überprüft werden können und übermäßig ausrüstungseffizient verkauft werden. Ja, perfekt, weil ich dann auch gerade ein Problem, ich muss immer draufklicken, was hat denn das, was für Sets gibt das und so wird es quasi einfacher. Finde ich cool, bin drauf gespannt, was da quasi kommen wird. Jetzt wissen wir quasi noch kurz zum Vorschau selbst zu den zwei neuen Charakteren. Ist wie gesagt ein Vorschau, wenn das Banner kommt, haben wir abgesprochen. Wir haben zum einen C17, Sparking C17. Wieder ein lila Units, also ich weiß nicht, es kamen in letzter Zeit sehr viele lila Units raus. Was steht hier dran? Die Superfähigkeit, also die grüne Karte, die man einsammelt, Barriere von C17 annulliert Angriffe von Gegnern, außer einigen Angriffen wie Rising Rush zum Beispiel. Gibt es das so ein Video auf der auf 10 japanischen Seite, werden wir uns gleich ansehen. Finde ich eine coole Mechanik. Mechanik ist so Defense quasi, finde ich cool. C18 auf der anderen Seite drängt euren Gegner mit dem mächtigen tödlicher Tanz in die Enge. Ist wahrscheinlich dann ihre Ulti, ist vom... Jetzt muss ich aufpassen, ich wollte gerade wieder physisch sagen. Ist vom gelben Typus, vom gelben Element. Gelb nehme ich an. Lila schon wieder, so in meinem Kopf. Was denken Sie zu den beiden Charakteren? Was könnten Sie so drauf haben, so spontan? Wird wahrscheinlich eine der beiden auf jeden Fall, hoffe ich, denke ich mal, eine... Also die Linkskill wird auf Androids angepasst werden, sodass man quasi Android-Team bauen kann. Es werden auch sicherlich noch weitere Karten hinzukommen. Ich schätze mal so First Form Cell als Extreme Unit und so weiter und so fort. Da es ein Ultradimensions Beschwörungsbanner ist, also denke ich nicht, dass er so auf brachiale Units, was meine ich damit, komme ich gleich noch zurück zu sprechen. Aber ich denke, eine der beiden wird auf jeden Fall hier, ich hoffe, die Androids boosten durch den Linkskin und eigentlich,
Eigentlich würde ich beide hoffen, dass sie entweder Androids boosten oder die Cyborg-Saga und nicht, dass sie wieder auf ein Element gehen. Wir hatten in letzter Zeit sehr viele Charaktere, die Elemente boosten. Anyway, wir gucken uns mal ganz kurz noch an, was die Jungs oder hier so drauf waren. Das ist C18 hier an der Stelle, wie gesagt, japanische offizielle Seite auf Twitter. Und zwar, ja, das ist ihr tödlicher. Ja, das ist genau die Szene gegen Vegeta, dass sie ausgerechnet das nehmen. Ist für quasi ihre Ulti, sie wird auf jeden Fall reinhauen, denke ich mal. Und Pan könnte endlich mal Sinn haben, ja, wenn sie sollte eigentlich als super weiblicher Kämpfer gelten, dann könnte Pan sie boosten mit ihrem Linkskill. Das ist cool von C17, wie gesagt, mit seiner Barriere, wenn er eine angreift, boom, aktiviert die Barriere mit der grünen Karte und tut das quasi nicht nur annullieren, sondern auch kontern. Saß mir so aus. Ja, da hat Piccolo noch einen Heat bekommen. Aber wie gesagt, zu den beiden Units. Und zwar, was denke ich, das Ganze ablaufen wird. Wir haben ja momentan noch ein Ultra-Dimensionsbeschwörungsbanner, wie gesagt, online, das 2 mit Vegeta und. Wie heißt der Dude? Trunks natürlich, mein Sohn. Das wird, wie gesagt, bis zum 1. August, 4 Uhr morgens unserer Zeit, könnte vielleicht verlängert werden wegen der Wartung. Ich denke, wenn es davor kommt, wäre es ein bisschen komisch. Ich denke, dass er danach, nach dem Ablauf des Banners, das neue kommen sollte mit C17 und C18, wenn nicht eine Woche spätestens drauf. Worauf ich aber hinaus? Nämlich, wir haben auch momentan das Kinoversion, also Legends Rising Banner online mit Thales und Cooler. Und bis jetzt war es immer so, aus meinem Beobachten, wie ich das beobachten konnte. Wir hatten ja Ultra-Dimensionsbeschwörungsbanner 1 mit den allerersten Units, war ein bisschen online. Dann kam Broly als Legends Rising Charakter, war eine Kinoversion-Saga. Dann kam quasi danach Freezer. Okay. Freezer, gar nicht zu der Kinoversion-Saga, ist quasi ein Charakter aus der Story, wenn ich das so sagen darf. Dann kam Ultra-Dimensionsbeschwörungsbanner 2. Dann kam Legends Rising mit Thales. Also. Merkt ihr die Reihenfolge? Was ich jetzt denke, ist, wenn jetzt Ultra-Dimensionsbeschwörungsbanner 3 kommt, dass danach, also die Legends Rising Banner geht auch noch eine Woche, dass danach nicht wieder ein Legends Rising Banner kommt mit neuen Kinoversionen-Saga-Charakteren, sondern ich glaube, da kommt dann ein weiterer Story-Charakter, so wie damals mit Freezer nach Legends Rising Broly. Also schätze ich, hoffe ich, kommt demnächst hoffentlich ein Sparking Cell mit Super Saiyan 2 Gohan. Super Saiyan 2 Gohan, schwierig, aber aus den Daten konnte man quasi schon ein bisschen ablesen, was demnächst kommen wird. Da war auf jeden Fall ein Cell drin. Wie gesagt, darauf bin ich gespannt, das sind so meine Gedanken, die ich gerade spontan hatte. Aber für die News von heute war es quasi zum Vorschau zu C17, C18. Wenn das Ganze online kommt, werde ich natürlich euch informieren dazu. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Lasst mir in den Kommentaren wissen, was seid ihr von den Units, seid ihr gespannt oder ja nicht. Und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.